Diese Laterne sorgt für Diskussionsstoff in Radosch. Denn in der Straße Mühlenweg herrscht derzeit eine Debatte über die Installation von Straßenlaternen. Während die Bewohnerinnen und Bewohner des Mühlenwegs überzeugt sind, keine Straßenbeleuchtung zu brauchen, sieht die Stadt das Thema anders. Wir haben gefragt, Mensch, wenn wir Anwohner alle keine Lampen wollen, wozu will es denn die Stadt Vetschau? Und die Stadt Vetschau hat eben gesagt, ja, Verkehrssicherungspflicht. Und dann hatten wir in der Stadtfreundenversammlung gefragt, warum. Es gibt doch hier gar keinen Verkehr. Und dann gab es eben einen Verkehrszähler und der hat hier ergeben, innerhalb einer Woche Verkehrszählung nicht mal ein Auto pro Stunde in den Nachtstunden und tagsüber so zwei Autos pro Stunde. Und da dachten wir eigentlich, das Thema ist vom Tisch, weil es gibt ja keinen Verkehr. Dann war das nächste eben, hier kommen im Fußgänger lang ältere Leute. Dann habe ich die älteren Leute gefragt, ob die Licht brauchen in der Straße. Dann haben die gesagt, nein, wir gehen ja nicht nachts hier spazieren, sondern tagsüber. Wir können uns das einteilen. Wir gehen ja nur hier auf den Friedhof oder irgend sowas und nachts brauchen wir das nicht. Ja, und das haben jetzt eben auch die Radoscher bestätigt im Bürgerbegehren, dass sie diese Lampen nicht brauchen. Und ja, und trotzdem haben die Stadtverordneten leider daran festgehalten und haben gesagt, dass uns das egal ist. Wir ziehen das jetzt durch, diesen Beschluss. Und hier werden jetzt Lampen aufgestellt, ob ihr das braucht oder nicht. Und das fanden wir jetzt sehr ärgerlich. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben ihre Standpunkte bereits deutlich gemacht und Unterschriften gesammelt, indem sie betonen, keine Straßenlaternen für den Mühlenweg zu benötigen. In Radosch kennt viele diesen Mühlenweg nicht, aber in Laso und den anderen Ortsteilen kennt ja gar keiner diese Straße nicht und hat gar keinen Bezug zu dieser Straße. Und viele werden vielleicht auch sagen, Mensch, was interessiert mich, die Leuchten? Aber wir haben hoffentlich durch unsere Postwurfsendung klargemacht, dass es eigentlich nicht nur um die Leuchten geht, sondern dass jeder praktisch denn diese Stromkosten zu zahlen hat von allen Bürgern, dass uns das alle betrifft und dass man das einfach weglässt, wenn das keiner braucht und keiner möchte. Ja, und wenn das durchgehen würde, was uns sehr freuen würde, dass die direktere Demokratie hier funktioniert, dann würden diese Leuchten nicht gebaut werden. Ne? Auch in Zukunft nicht, sondern könnte erst wieder durch einen neuen Bürgerentscheid praktisch, wenn jetzt sich jemand findet, sagt, ich brauche, wollen die Lampen hier und findet 25% dafür, dann könnten die Lampen erst wieder entstehen nicht. Die gesammelten Unterschriften wurden jedoch ignoriert und am 20. April wurde der Leuchtenbau beschlossen. Aber nicht nur Radosch ist von den Kosten betroffen, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger aus Vetschau und den umliegenden Orten müssten über Generationen für Strom-, Wartungs- und Austauschkosten aufkommen. Jetzt gibt es am Sonntag eine wohl einmalige Gelegenheit der Stadt Vetschau. Es wird ein Bürgerentscheid geben. Und mit jener Stimme können Einwohnerinnen und Einwohner ein Zeichen setzen, dass jedes Bürgeranliegen in der Stadt ernst genommen werden sollte. Die Stimme führt direkt dazu, dass die Stadt einen Beschluss ändern muss, der mit zu geringer Bürgerbeteiligung zustande kam.